herzlich willkommen zu dem neuen Pokémon-Projekt. Zu dem Pokémon Advanced Adventure. Das ist ein Hack, der auf Pokémon Blatt Grün basiert. Und ich würde sagen, es geht los. Das hier kann man überspringen. Dieser Hack wurde von DBZ May von dem Pokémon Community Forums gemacht. Danke an alle, die diesen Hack möglich gemacht haben. Okay, jetzt die Story. Du bist das Kind auf der ärmsten Familie der Stadt. Und dein einziger Traum ist, ein eigenes Pokémon zu haben. Du wirst gemobbt und hast keine Freunde wegen deinem wirtschaftlichen Status. Aber eines Morgens wächst du auf und fühlst dich, als könnten sich die Dinge in die richtige Richtung ändern. Drücke A und lass dein Abenteuer beginnen. Es geht los. Hallo, schön dich zu treffen. Mein Name ist Aish. Diese Welt wird von Wesen besiedelt, die Pokémon heißen. Das kann ich ja eigentlich überspringen, das ist so dasselbe hier drin. Also. Bin ich ein Junge oder Mädchen? Ich nehme den Junge. Jetzt kommen wir zu der Namenauswahl. Und wie ihr seht, habe ich meinen Kanalnamen geändert. Ist jetzt nicht unbedingt der beste Name, aber der alte war komisch. Ja. Ich nenne ihn so wie mich, bloß andersrum. Sehr kreativ, ich weiß. Und ja, es ist Clint. Und los geht's. Okay. Ist anscheinend das gleiche geblieben. Den Trank natürlich nicht vergessen. Ah, er steht dabei. Und ich kann direkt runtergehen. Achso. Henrik, es sieht aus, als wärst du nicht fähig, etwas zu essen heute. Also, als würdest du heute nichts zu essen bekommen. Wir sind wirklich die ärmste Familie des Landes. Übrigens, Professor Aish suchte dich. Warum gehst du nicht zu ihm hin und redest mit ihm? Sechsgeschwindigkeit erhöhen? Nehmen wir mal einen blauen Rahmen einfach. Wegen erst blaue Jacke. Und raus geht's. Hallo, das ist Professor Aish. Hey Nick, ich habe dich überall gesucht. Ich habe schlechte Neuigkeiten und ich brauche wirklich deine Hilfe. Was, du glaubst? Du glaubst nicht, dass ich das ernst meine? Okay, dann nimm das. Pokédex. Denkst du immer noch, dass ich Witze mache? Ich glaube nicht. Nick, wir treffen uns in meinem Labor. Ich werde auf dich warten. Voraus muss ich sagen, dass ich das Ganze schon mal aufgenommen habe. Aber es ist wieder mal ein Fehler unterlaufen. Was ist das? Dieses Pikachu sieht aus, als würde es ernste Hilfe brauchen. Pass auf, es auf. Danke. Dann gehen wir doch direkt zu Professor Aish. Hey, komm her. Ich hätte niemals geglaubt, dass du... dass ich dich um Hilfe fragen würde. Aber mein Enkel wurde verrückt. Er wurde blutdurstig. Ich wusste nicht, wo ich ihn falsch erzogen habe oder so ähnlich. Aber er will die Pokémon zum Töten benutzen. So, also würdest du auswählen, ihn zu aufzuhalten. Ich habe dich schon vorher gesehen und du bist sehr stark. Stark genug, um für eine Woche lang nur Dreck zu essen. Ich habe Glauben in dich und um dir den Glauben zu zeigen, werde ich dir dieses Pokémon schenken. Nimm es, es ist deins. Oh, da kommt der Enkel.
Entschuldigung, dass ich euch unterbreche, aber ich will das hier nicht. Aber ich werde das hier nehmen. Hat er einfach mein Pokémon geklaut. Ich kam nur vorbei, um dir zu erzählen, dass du nicht versuchen sollst, mich aufzuhalten. Familie oder nicht, ich werde keine Resistenz tolerieren. Das ist deine letzte und das ist deine letzte Chance. Hör auf herumzuhängen mit diesen armen kleinen Kindern. Es ist beschämend. Übrigens, see you later. Also, bis später. Siehst du, er ist außer Kontrolle. Er ist ein wirklich starker Mann. Er hat 8 Diener über das Land verteilt. Besieg sie und bekomme also Beweise, dass du sie besiegt hast. Nur dann wirst du die Möglichkeit haben, ihn zu besiegen. Viel Glück, Nick. Du wirst es brauchen. Okay. Diese langen Texte sind schwierig vorzulesen, vor allem wenn man sie übersetzt. Ich habe mir vorgenommen, das Ganze zu übersetzen. Hier geht's erstmal rein zu seiner Mutter. Bitte rette Clean und bring mein Kind zurück. Das ist nicht er. Ich bin abhängig von dir. Oder so ähnlich. Hey, warte. Professor Eich sagte mir, dass ich dir das geben soll. Er sagte, es war Zeit, etwas Wohltuendes zu tun. Danke. Viel Glück auf dem Abenteuer. Danke, ich nicht. Das kann ich sofort rennen. Ich weiß ja schon, wo es lang geht. Zum Glück. Zickzacks gibt es tatsächlich auch. Habe ich vorhin nicht gesehen. Dann noch Schock. Okay, das macht mir jetzt nichts aus. Ist ja nur Donnerschock. Und diesmal habe ich nur 90. Ein weibliches Pikachu. Alles klar. Aber ich glaube, das ist immer so. Zack, hier ist ein Pokéball. Aber erst muss ich Taubsi besiegen. Donnerschock. Oh, Critical Hit, aber es hätte, denke ich, auch so ausgelöscht. Super, weil direkt am Anfang. Da drüben ist nix. Dafür ist hier umso mehr. Wieso? Wieso? Naja. Noch ein Critical Hit. Was ist das? Danke. Es begegnen ziemlich viele Pokémon. Aber ich habe ja Zeit. Oh. Zum Glück habe ich den mitgenommen. Gut, gut. Glück gehabt. Mist. Ja. Dafür reicht's jetzt. Und los. Besiegt. Das sieht stark nach Level 6 aus. Genau. Rutenschlag. Ich glaube, da drüben war nichts. Wie gesagt, ich habe es schon mal aufgenommen. Hat Fass. Das ist ja ein bisschen einfacher zu besiegen.
Dann Schock wieder. Und hier ist die nächste Stadt. Die Schilder funktionieren sowieso nicht. Können wir mal machen. Ansprechen. Hey, wer hat dich hier hingeschickt? Professor Eich? Dann hilf uns bitte. Diese City, also diese Stadt, genau wie 7 andere, hat Clean hatte die unsere hatte uns versklavt. Bitte besiege die 8 Diener und Tyrann-Pokémon, die über die Region verteilt wurden. Dann wirst du es schaffen, Clean zu besiegen. Bitte bring Frieden über diese Welt. Viel Glück. Danke. Wünsche ich dir auch. Ein paar Tränke mitnehmen. Und kann losgehen. Wie gesagt, ich habe es schon mal gespielt, deswegen weiß ich jetzt am Anfang zumindest, was ich machen muss. Die wilden Pokémon rennen herum wie irgendwelche Pokémon. Aber jetzt mit Cyborg-Verbesserungen. Es ist ziemlich schwer zu wissen, was das ist. Ja, das klingt ziemlich komisch. Du sagst was? Du bist hier, um unsere Stadt zu sichern? Aber du siehst. Aber warum siehst du so hungrig aus? Okay. Man scheint wirklich ziemlich arm zu sein. Willst du nicht gehen ins Pokémon Center? Ich werde die erste Folge, denke ich, noch nicht die Arena herausfordern. Die ist hier. Hier oben. Ich gehe erstmal hier rüber. Ach, hier kann ich noch nicht lang. Es ist niemandem erlaubt, diesen Teil der Stadt zu betreten, solange Cleans 8. Okay. ich habe gerade keine Lust, das zu übersetzen, aber naja. Hier. Ich habe ein ähnliches Pokémon wie das Tyrann-Pokémon gesehen. Ich erinnere mich, dass es ein Normaltyp besaß. Also Normaltyp war. Der Tyrann ist ziemlich ähnlich, aber auch irgendwie ziemlich verschieden. Gut zu wissen. Willkommen in meinem Haus. Die Leute nennen mich den Wasser-Pokémon-Forscher. Allerdings bin ich nicht in der Lage, so viel Forschung. So viel Forschung zu betreiben über dieses Pokémon. Ich wünschte, irgendjemand würde auf dieses Tyrann-Pokémon für mich aufpassen oder dieses Tyrann-Pokémon für mich übernehmen. Ich würde froh sein, wenn ich dafür belohnt, also wenn ich die Anerkennung dafür bekomme. Also doch die Arena. Habe ich geheilt? Mal kurz schauen. Ja. Gehe ich mal direkt hier lang? Okay, was ist das? Er läuft einfach weiter. Das war übrigens Falk, also. Und der auf jeden Fall irgendein Arena-Leiter. Es war nicht Falk. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Fausto oder so ähnlich. Irgendwas mit F. Ja. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich besiege ihn jetzt und heile dann im nächsten Kampf, weil da ja noch ein Trainer war. Nein! Es hat nicht gereicht! Nein. Oh.
Oh, da muss ich ja nicht mal gegen den kämpfen. Das ist gut, das ist gut. Ah, da ist er direkt. Aber hier geht es anscheinend nicht mehr raus. Oder hier außen vielleicht. Ja, hier geht es tatsächlich wieder raus. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. ja. Da mache ich noch den anderen Kampf, oder? Kämpf mit mir. Ist der gleich nochmal, okay. Donnerschock. Ah, ich hätte es doch auf Level 7 trainieren können. Fällt mir jetzt erst auf, aber. Ich denke, dann wäre der Kampf deutlich einfacher geworden. Aber es scheint auch so ganz einfach zu klappen. Glück gehabt. Ja. Da würde ich dann schon sagen. Das war's mit der Folge. Ja. Also, neues Projekt. Ich hoffe, das Spiel an sich gefällt euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.